Der Duisburger Hafen, größter Binnenhafen Europas und eine Drehscheibe des globalen Handels. Jahr für Jahr werden hier fast 60 Millionen Tonnen Waren bewegt. Am Standort Lockport 1 in Rheinhausen entsteht jetzt etwas Neues. Das Pilotprojekt 5G Smart Lockport Duisburg. Dieses spezielle Mobilfunknetz ist leistungsfähiger als das, was unsere Telefone nutzen. Es kann diverse Datenquellen im Hafen in Echtzeit zusammenführen. Also das, was wir jetzt hier tun in der Kranbewegung, durch 5G können wir den Kran mit all den Daten versorgen um ihn rum. Heute bei einem komplett ohne diese Anwendung gefahrenen Kran müssen wir, der Kranführer schlicht in alle Richtungen schauen und kann deswegen nur langsam fahren, immer nur in eine Richtung. In Zukunft nimmt ihm diese Rundumüberwachung die Technik ab und der Kran kann sich sehr viel effizienter bewegen. Wir schätzen, dass wir 20-30% der Zeit einsparen und produktiver werden. Das gilt als wegweisend. Es ist eine Kooperation unter anderem mit der Universität Duisburg-Essen und der Telekom. Durchgeführt wird es im Rahmen des 5G-NRW-Wettbewerbs und erhält dabei rund 1 Million Euro vom Land Nordrhein-Westfalen. Diese Förderung unterstreicht die Bedeutung des Projekts. Auch die NRW-Wirtschaftsministerin Mona Neubauer hat sich vor Ort ein Bild gemacht. Es zeigt, dass wir als Landesregierung uns kümmern, dass Pilotideen und vor allem Konsortien, die sich zusammentun, als Wirtschaft, als Kommune, als Land und als Wissenschaft richtig zeigen am lebenden Objekt, Innovation findet in Nordrhein-Westfalen statt und sie dient der Möglichkeit der Digitalisierung, sie dient der Nachhaltigkeit und sie dient der Verbesserung der Arbeitsumfelder für die Menschen, die hier arbeiten. Und insofern ist das toll, dass man das zeigen und erleben kann und kann damit richtig ausgerollt werden, weit über den Duisburger Hafen hinaus. Ziel des Projekts ist es, Effizienz und Abläufe zu verbessern, um den Standort weiter auszubauen. Dies ist entscheidend für eine zukunftsfähige Logistik. Bisher war eine solche teilautomatische Steuerung von mobilen Umschlaggeräten in Binnenhäfen nicht möglich. Mit diesem Vorhaben sollen in Duisburg erstmalig die technischen Voraussetzungen dafür geschaffen werden. Aktuell befindet sich das Projekt in der Testphase. Derzeit läuft es hier bei dem Kran hinter uns im Testbetrieb. Die Kranführer sind die entscheidenden Männer. Die müssen sagen, bringt uns wirklich was. Die erste Rückmeldung ist extrem positiv. Die gesamten Komponenten sind so entwickelt, dass wir sie serienreif machen können. Das heißt, daraus wird folgen, dass peu à peu alle Krananlagen im Hafen damit ausgerüstet werden. Langfristig soll dieses Projekt die Arbeit im Duisburger Hafen revolutionieren. Es trägt zur digitalen Transformation bei und entlastet die Kranführer. Damit festigt der Duisburger Hafen seine Rolle nicht nur als der größte Binnenhafen, sondern auch als ein Zentrum für Innovation und Digitalisierung. Das 5G-Netz wird eine Schlüsselrolle in dieser Entwicklung spielen. So bleibt der Hafen auch in Zukunft ein wesentlicher Knotenpunkt in der globalen Logistik.